Heute möchte ich die Fortsetzung vom Videoschnitt mit Edius zeigen. Vier Projekte möchte ich vorstellen. Eine Urlaubsreise, den Multicam-Schnitt, den Layouter und das Entwicklungsprogramm von Mekali. Erstens, eine Urlaubsreise in ein fernes Land mit einer Reisegruppe. Zu Hause lege ich für jeden Tag einen eigenen Ordner an. Alle Szenen des Tages übertrage ich direkt auf die Timeline. Hier sehe ich zum ersten Mal den Rohfilm und schneide die Szenen wie im ersten Teil erklärt. Alles Brauchbare bleibt erhalten. Jede Szene kann ich durch Doppelklick auf das laufende Bild als Vollbild zeigen und ebenfalls mit Doppelklick wieder zurück auf die Arbeitsoberfläche kommen. Man könnte auch einen zweiten Monitor anschließen. In der Timeline setze ich jetzt für jeden neuen Tag einen Marker. Damit kann man später jeden Tag wieder aufrufen. Jede Szene kann man neu beschriften oder farbig markieren. Die Farbe wählen und OK. Oder ganze Gruppen auf einmal farbig markieren. Die besten Aufnahmen durch Kopieren und wieder einfügen in einem neuen Ordner auch vorsortieren. Bei der Durchsicht vom geschnittenen Rohfilm entsteht die Filmidee. Den passenden Kommentar zum vorhandenen Bildmaterial entwickeln, aufzeichnen und in die Audiospur legen. Die ausgewählten Szenen in die darüberliegende Bildspur setzen, passend zum Kommentar. Um den durchgehenden Musikton zu halten, lege ich die gesamte Szene in die Spur. Alle verwackelten oder unbrauchbaren Bilder überdecke ich in einer neuen darüberliegenden Spur mit passenden Szenenteilen, sogenannte Inserts. Edius zeigt immer die oberste Spur zuerst. Ich setze noch eine weitere Spur darüber mit zusätzlichen weiteren Inserts zum raschen Bildwechsel. Wir haben Victoria erreicht, die Hauptstadt von British Columbia. Zentrum ist der malerische Inhaber. Beeindruckend das altehrwürdige Empress Hotel direkt an der Promenade und die Musikanten, die das Straßenbild beleben. Hier schlägt das britische Herz von British Columbia und beeindruckt mit historischer Architektur. Auf dieser Arbeitsoberfläche von einem neuen Film zeige ich, wie man nachträglich Veränderungen vornehmen kann. Bild- oder Tonspuren ein- oder ausschalten, Szenen herausnehmen oder neue einfügen, dabei müssen aber alle anderen Spuren mit verschoben werden. Hier kann ich die Spuren alle miteinander verbinden oder einzelne ausschalten. Die Musikspur schalte ich hier aus. Jetzt die Szene löschen, die Lücke löschen, alle anderen Spuren, außer der Musikspur, rutschen jetzt mit nach links. Mit der Rückholtaste kann ich auch alle letzten Arbeitsschritte wieder rückgängig machen. Wenn ich vor der Ausgabe den Film ausdrucksvoller machen möchte, lege ich eine neue Szene vom fertigen Film über die Timeline. Alle Effekte kann ich direkt in die gesamte Spur legen. Den Farbabgleich in die Spur schieben, mit den Schiebebalken die Farben kräftiger machen, die Helligkeit absenken und die Schärfe erhöhen. Wie die Ausgabe vor sich geht, habe ich ja bereits gezeigt. Nun möchte ich den Multicam-Schnitt zeigen. Wir haben bei einer öffentlichen Veranstaltung mit 3 Kameras gefilmt. Vorher einen Weißabgleich machen oder mit einer Klappe den Startpunkt schlagen, geht nicht bei 200 Zuschauern.
Das bedeutet, jeder startet seine Kamera, aber mit einem Fotoblitz haben wir uns einen eigenen Startpunkt gesetzt. Als erstes müssen wir die Filme farblich anpassen. Kamera 2 oben hat den gewünschten Farbton. Die Bildspur ausschalten. Jetzt sehe ich Kamera 1, die Originalaufnahme. Effekte aufrufen und dann den Farbabgleich einschieben. Öffnen, die unterschiedlichen Spuren nach rechts und links verschieben bis zum gewünschten Farbton. Und OK. Jetzt bekommt jede Kamera eine eigene Timeline-Spur. Nun suchen wir den Fotoblitz durch Verschieben zum Synchronisieren. Kamera 2, hier ist der Blitz durch ein Bild vor oder zurück deutlich sichtbar. Oben einen Markerpunkt setzen. Jetzt die Spur ausschalten und auch bei Kamera 1 ist jetzt der Blitz sichtbar. Und von Kamera 3, hier ist der Blitz sichtbar und wird bis zur Marke geschoben. Alle drei Spuren sind synchronisiert. Den O-Ton einer Kamera oder den extern aufgenommenen Ton in die Audiospur schieben, unten grün sichtbar. Jetzt gehen wir zum Modus Multikamera. Es können bis zu 16 Kameras eingesetzt werden. Wir wählen drei Kameras und einschalten. Hier sieht man die drei Kameras. Beim Abspielen immer mit der Maus auf das Bild klicken, das im Film sichtbar werden soll. Das Masterbild. Fertig. Jede Schnittstelle kann nachträglich auch noch verschoben werden. Hier zeige ich den Layouter. Edius zeigt immer die oberste Timeline-Spur. Wenn Bildteile der oberen Spur abgeschnitten sind, wird die darunterliegende Bildspur mitgezeigt. Mit dem Layouter schneide ich die Bildanteile ab. In diesem kleinen Trickfilm zeige ich, wie es geht. Den Layouter auf die Spur ziehen, Dialog öffnen und nun kann ich das obere Bild abschneiden und die unteren Spuren werden dabei sichtbar gemacht. Und OK. Wenn ich die unteren Spuren ausschalte, sieht man nur den Rest der oberen Bildspur. Ich habe mich natürlich in jeder Bildspur nur einmal aufgenommen. Und jetzt eine Kamerafahrt durch ein Foto. Das Foto in die Timeline ziehen und verlängern auf ca. 15 bis 20 Sekunden. Unter Eigenschaften die Bildgröße aufrufen, ca. 4800 x 2700 Pixel. Das heißt, ich kann einen Ausschnitt wählen von ca. 1/4 der Bildgröße ohne Qualitätsverluste. Bei Information den Layouter-Dialog öffnen, auf der Zeitschiene den Schieber auf ca. 1/3 ziehen. Bis dahin soll das Bild unverändert bleiben. Jetzt die Keyframes setzen. Das sind die Schlüsselpunkte des Bildes, Größe und Position. Danach den Schieber auf der Zeitachse ca. auf 2/3 ziehen. Hier werde ich das Bild so verändern bis zum gewünschten Ausschnitt für das fertige Bild. Bei Position das Bild in die Mitte setzen und weiter aufzoomen, das Bild vergrößern, auch links und rechts und OK. Die zweiten Keyframes sind automatisch gesetzt. Nun die erste Abspielprobe.
dann vorn und hinten noch ein- und ausblenden, das zweite Mal abspielen, doppelklickt auf das laufende Bild. Hier zeige ich jetzt einen selbst hergestellten Übergangseffekt mit dem Layouter gemacht. Diesen Effekt möchte ich abspeichern und später in einem anderen Projekt wieder verwenden. Zur besseren Übersicht werde ich die Spuren B, C, D und den Hintergrund ausschalten. In der Spur A sehe ich ein Viertel des Bildes, den Layouter aufrufen, den Dialog öffnen und sichtbar ist das obere linke Bild mit den Keyframes. Ein Klick auf die Keyframes und nun sieht man die jeweils gewählte Größe des Bildes. Diese Keyframes werde ich jetzt speichern und in einem anderen Projekt wieder anwenden. Auf den blauen Layouter mit rechts klicken und als aktuelle Benutzereinstellung speichern. Und bei den Effekten steht automatisch der Layouter. Nun noch einen Namen geben, zum Beispiel A. Die Spur B aufrufen und auch wieder den blauen Layouter mit rechts klicken und auch speichern. Und den Namen B eintippen. Auch die Spuren C und D ebenfalls genauso abspeichern. In einem neuen Projekt eine Szene einfügen. Den gespeicherten Layouter-Effekt A in diese Szene ziehen und abspielen. Und alles ist okay. Die zweite Szene in die Spur darunter legen, den Effekt B aufrufen und einschieben. Dann die dritte und vierte Szene in die Spuren darunter legen und gleichfalls die Effekte C und D in die dazugehörigen Spuren ziehen. Alles gemeinsam abspielen und durch Doppelklick aufs Bild im Vollformat ansehen. Und jetzt zum Entwicklungsprogramm Mercalli 2. Es gibt ja immer noch Filmer, die kein Stativ nehmen wollen oder wie hier eine Aufnahme im Gehen, eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Diese Aufnahme möchte ich mit Mercalli 2 beruhigen. Mercalli in die Spur schieben und öffnen. Hier könnte man jetzt viele Einstellungen vornehmen. Ich wähle die gleitende Kamera und berechnen lassen. Nach circa einer Minute fertig. Beim Endergebnis kann ich vergleichen. Vertikal, oder horizontal. Durch das Aufzoomen ist die Szene leicht unschärfer geworden und darum setze ich Aufschärfen darauf. Und hier das Endergebnis. Dieser Film sollte einen gerafften Überblick über das Schnittprogramm von Edius geben. Er ist nicht gedacht für Anfänger. Dafür gibt es Lehr-DVDs, wo jeder Schritt einzeln genau detailliert erklärt und gezeigt wird. Noch ein Tipp zum Schluss. Mitglied in einem Filmclub werden. Da bekommt man Information und gegenseitige Hilfe. Und nun viel Spaß beim Schneiden mit Edius.